Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in New World. Habt ihr euch auch schon gefragt, warum das eine Lager so aussieht und das andere so ein Dach sogar schon drüber hat? Ein Stufe 2 Lager, ein Stufe 1 Lager? Woher kriege ich da Stufe 2 Lager? Ich habe mich ständig gefragt, Alter, wo kriege ich denn dieses schöne Stufe 2 Lager her? Und Angel hat da was rausgefunden. Und da muss ich natürlich mal nachgucken, Alter. Das ist ja unglaublich. Und ich habe es natürlich komplett übersehen. Wenn man K drückt, kommt man ja hier schön in diese Charakterübersicht. Und dann steht ja hier unten, ich hocke da gerade so praktisch vor, genau hier die Stufenbelohnung. Und da habe ich natürlich noch gar nicht drauf geguckt. Und deswegen schauen wir da jetzt einfach mal eben rein. Und hier sieht man auch schon Alden. Hier hast du ja einiges verpasst. Zum einen haben wir natürlich hier Stufe 5. Das mit dem normalen Zeltlager. Dann gibt es hier in der Stufe 10 die ersten Taschenslots. Und ab Stufe 15 steht dann hier das erste Housing sozusagen, das erste Haus und der dritte Verbrauchsslot, also für Tränke und ähnliches. Und dann steht hier auch Überlebenskünstleraufgabe, Rangverbesserung, Zeltlager. Und wenn wir dann weiterschauen, sehen wir, dass wir eben hier in Stufe 25 dann auch das nächste Zeltlager wieder bekommen. Heißt also, ab 25 geht es dann weiter. Und hier ab 40 und doch, da ist doch auch noch eins. Ab 55 gibt es dann sogar auch noch mal ein Zeltlager. Also gehen wir erstmal oder starten wir erstmal hier mit Zeltlager Nummer 2. Und da gibt es dann die Aufgabe Überlebenskünstler Doppelpunkt gleicher Modegeschmack. Mhm. Schauen wir uns das mal im Detail an. Ja, und wenn ihr dann die Aufgabe sucht, hier in eurem Tagebuch, und ihr denkt, ja geil, wo ist sie denn? Dann kann es durchaus sein, dass ihr diese Aufgabe vielleicht noch gar nicht habt. Das heißt, also die Aufgabe ist zwar freigeschaltet, aber ihr habt sie vielleicht noch gar nicht eingenommen. Und wenn wir jetzt hier mal eben schauen, wie sich das, wenn man jetzt hier alles mal ausstellt sozusagen, man sieht hier überall die Aufgaben, man sieht aber auch an den Städten immer hier so kleine Häkchen, diese gelben. Und da sieht man, oh, guck mal hier, hier gibt es noch Aufgaben, die ich noch gar nicht angenommen habe. Zum Beispiel auch jetzt hier in Königsfels, in meinem Fall, vielleicht ist es bei dir ja auch an einer anderen Stelle, gibt es dann hier auch nochmal 3 Aufgaben. Und da ist dann zum Beispiel die Aufgabe gleicher Modegeschmack. Finde zerfetzte Seidenstücke bei den Skeletten im Himmelfahrt und bringe sie zu den Überlebenskünstler Lee in der Immerfallsiedlung. Das machen wir natürlich, das heißt, wir nehmen uns jetzt hier erstmal die Aufgabe bzw. düsen dahin, nehmen die Aufgabe an und erledigen sie. Also, auf geht's. So, und da sind wir auch schon angekommen hier am Zielpunkt. Jetzt, wie gesagt, in meinem Fall hier in Königsfels beim Questgeber für die Aufgabe. Und da lungert sie rum. Hallo. Hi. Wie läuft es so? Und Ixford und Saville sind wohl immer noch so schrecklich kleinkariert. Herr Wolski. Und hier kriegen wir halt die Aufgabe für damals, fürs Rang 2 Zeltlager. Er ist auch ganz besessen von Mode. Klamotten, weißt du? Aha, also der Questgeber oder die Zielperson für die Aufgabe ist halt modeverrückt, daher auch der komische Name. Aufgabe annehmen und dann schauen wir mal, was wir damit machen sollen. Und unter den Aufgaben sehen wir es dann auch direkt hier angeheftet. Immerfall, Stufe 17. Finde zerfetzte Seidenstücke bei den Skeletten in Antares und Achina. Schauen wir mal eben, wo wir das markiert haben. Das ist es doch hier. Alles klar, machen wir schon mal einen Wegpunkt nochmal hin. Und dann rennen wir da mal hin.
So, und damit, jawohl, haben wir die Aufgabe erledigt. Hier schön die Skelette kaputt gehauen. Jedes von den Skeletten droppt auch immer fleißig die Zutaten. Also, das ist ganz schnell erledigt hier. Ja, und als nächstes heißt es dann, wieder mal kurz schauen, wo geht's denn weiter dahin damit. Das heißt also, hier haben wir wieder die Aufgabe, gleicher Modegeschmack. Über Lebenskünstler Lee, das ist er, in der Immerfallsiedlung. Der hätte jetzt gerne die Materialien, die wir dafür, die wir jetzt gerade gesammelt haben. Das heißt, wir rennen da mal eben hin zur Immerfallsiedlung. So, und nach viel Rennerei kommen wir hier endlich an im Dörfchen Immerfall. Und ich renne auch direkt durch. Ist er hier vorne schon? Hockt er hier schon rum und chillt? Da ist er. Was ist das? Da ist er. Oh, ein Geschenk. Feine Seide von gewohnter Qualität. Zeitlos, was Strapazierfähigkeit und Stil angeht. Allerfeinste Seide, Alter. Wo kommst du die her und was verlangst du dafür? Ich verlang dafür ein geiles neues Zelt, Alter. Wie großzügig. Da kennt jemand meinen Geschmack. Ja, Wolski. Oh, einen stolzen Krieger erkenne ich auf den ersten Mal. Perfekt, wir nehmen mal direkt das nächste an, was er hier so hat. Aber jetzt sollten wir doch das nächste Zelt fertig haben. Schauen wir mal eben. Zack, das sieht doch schon gut aus. Ich glaube, wir können das platzieren. Das sieht doch schon gut aus. Jetzt noch schnell einen Feuerstein dazu. Nee, war sogar auch schon fertig, der Feuerstein. Perfekt. So, und damit haben wir es doch endlich. Es ist ein wenig Rennerei. Kann man nicht anders sagen. Es ist ein wenig Rennerei, bis man das alles hat. Vor allem, wenn man nicht die Wegpunkte hat und mal eben schnell hin und her teleportieren kann oder sowas. Oder wenn man gar nicht in der City gestartet ist. Ich war jetzt in diesem Fall hier unten. Das war meine Startregion. Und musste jetzt doch einiges hier an Rennerei zurücklegen. Also nehmt ein bisschen Zeit mit. Aber es macht schon Sinn. Denn hier an diesem besseren Lager kann man eben auch besseren Proviant zum Beispiel herstellen und solche Sachen. Also mitmachen. Eben schnell erledigen und dann hat man hier schon ein schönes Zelt. Wenn das Ganze gefallen hat und geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video.